Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Konami auf dem MSX. Das ist Modul 705. Und ihr seht es auch schon. Super Cobra. Also nach Frogger kommt Super Cobra. Auch wenn das Ding jetzt, jetzt nicht so geil aussieht. Das ist eine richtig gute Version. Falls ihr euch wieder über den Sound wundert, ja, das ist die SCC-Version. Warum sie von dem Ding ein Remake gemacht haben, das muss mir mal einer erzählen für die drei Soundeffekte, die wir da haben. Ja, für die Leute, die keine Ahnung haben, was Super Cobra ist, das verstehe ich nicht warum. Es ist, wenn man so will, man kann sagen, war es ein Update zu Scramble? Ja, kann man glaube ich sagen. War ja auch von Konami. Es ist ein typischer SMAP, wie man sieht. Und in dem Fall ist noch der Unterschied, dass man hier ein bisschen auf seinen Tank achten muss. Was überraschenderweise Fuel repräsentiert. Und wie füllt man seinen Tank? Genau, indem man die Tanks hochjagt. Fragt mich, ist bei allen SMAP so. Ich glaube, so viel Level gab es hier auch nicht. Dann war man nämlich auch schon relativ schnell durch. Ich glaube, jetzt kommt schon die zweite Zone, die ich immer scheiße finde. Genau. Das ist die UFO-Stage, die finde ich scheiße in jedem, in jeder Version von Super Cobra, weil die ist einfach nur nervig, weil die fliegen wie irgendwelche Idioten. Ich hasse diese Stage. Die macht überhaupt keinen Spaß. Deswegen, also eigentlich kann man das auch relativ einfach durchspielen, weil so viele Levels gibt es hier nämlich nicht. Und da ist zum Beispiel die Atari-Version wesentlich länger. Was ich nicht verstehe, aber hier waren sie irgendwie der Meinung, Moment mal, das müssen wir nicht. Ah. Nein, du Kackschiff. Und ihr seht das schon, man fängt, glaube ich, so gut wie immer wieder komplett von vorne an. Weil die Stage ja so Spaß macht. Also die macht wirklich keinen Spaß. Wirklich nicht. So, komm. Weg, weg, weg. So, alles weg mit euch. So, das müsste es gewesen sein. Auf jeden Fall muss ich mich um den Tank, glaube ich, in diesem Level nicht mehr kümmern. Ah, wir sind durch. Gott sei Dank. Hui, so. Genau. Jetzt kommt der Level, wo sie auch von oben kommen. Jetzt ist es wirklich wie Scramble. Also es ist wirklich eine absolut solide Version. Die kann ich euch sogar empfehlen. Und die findet ihr auch für, ich sag mal, sehr humanes Geld. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen für 7 Euro. Gut, da werdet ihr sie wahrscheinlich nicht für kriegen, aber ich sag mal so, mehr als 15 sollte das Ding nicht kosten. Das ist solide. Sogar eine der, ich würde sogar sagen, stärksten Versionen von Super Cobra. Macht da auch wirklich nichts falsch. Na komm. So, haben wir. So. Was kommt jetzt noch? Ah, jetzt ist, glaube ich, die Stage mit dem... So, der schießt jetzt, ne? Genau. Ja. Das kannst du machen, wie du lustig bist. Genau. Dann müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Aber das kriegen wir schon hin. Dafür ist das, glaube ich, auch nur eine Halbstage. Ja. Ah, das war knapp. Das war mehr als Diesel. Da ist die Kiste. So, nehmen Sie mit. Genau. Schön. So, Playthrough. Das war's. Jetzt geht's von vorne los. Das ist kein Scherz.
Also vom Inhalt ist es natürlich, ja, ne? Aber es spielt sich okay. Über die Schusseffekte können wir ein bisschen nachdenken. Die sind vielleicht jetzt nicht so geil, aber an sich sonst ist das vollkommen okay. Oh, haben wir sogar Freileben. Es gibt also, glaube ich, das müsste mich mal belehren, aber gibt es ein Popeye auf dem MSX? Ich weiß es gar nicht. Wo wir schon Frogger haben. So. Vorher wissen will, ja, es gibt was von Qbert. Da kommen wir auch noch hin. So, hier ist wieder meine Lieblingsstage. Ja, mit schießenden Panzern. Ich hasse diese UFOs. Ist der jetzt gestartet oder war ich einfach nur doof? Egal. Das war Super Cobra auf dem MSX. Kommen wir zum nächsten Titel. Bis dann. Tschüss.